Ladies and Gentlemen, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Mario Kart Super Circuit. Oh yeah. Wir haben ja jetzt den 50er Cup abgeschlossen, ja. Wir haben zwar nicht unbedingt die besten Ranks erzielt, das muss ich ja zugeben, ja. Aber immerhin, wir haben überall Gold geholt. Gold, 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 Gold. Darum ging es und jetzt wollen wir das Ganze natürlich noch in einer etwas schwierigeren Klasse machen, nämlich in einem 100er Hubraum, 100 CC. Wir starten heute mit Luigi, den hatten wir ja noch gar nicht und selbstverständlich starten wir mit dem Mushroom Cup, mit dem Pilz Cup und ich hoffe, dass ich hier ähnlich glänzen kann, wie selbstverständlich auch im 50er Hubraum. Und ab geht die Sause. Luigi, zeig, was du kannst. Erstmal am Bruder vorbei. Jawohl. Über außen. Außen überholt. Und jetzt ist ja direkt mal Action. Ah, oh, warte mal. Den Pilz hätte ich besser einsetzen können. Da war hier richtig dick Action. Und jetzt... Ne. Boah, Yoshi, ey. Ich hätte dich... Oh, guck mal, ich habe beide erwischt. Beide mit dem Stern. Jetzt ist auch noch kein Yoshi Zweiter, der es am allerwenigsten verdient hat, ey. Die Sau hat mich nämlich gerade, während ich den Stern eingesetzt habe. Boah, habt ihr gesehen? Ich habe es gerade noch abwehren können. Die rote. Wahrscheinlich von Yoshi. Ja, muss ja. Und da ist das schon wieder Final Lap, Ladies and Gentlemen. Okay, es wird knapp, es wird knapp, es wird knapp. Wieder eine rote damit abgewehrt. Okay, aber guck mal, der Vorsprung, der ist ja schlicht unmenschlich. Und dann schieße ich mich nochmal selber ab. Nein, tue ich nicht. Aber das hätte ich mir selber sogar zugetraut. Mit 1,9 eigentlich richtig gut gefahren. Klar, durch den 100er Hubraum sind wir selber ja jetzt auch schneller. Und dann geht die Runde vielleicht nicht 2 Minuten, sondern nur noch 1,5. Also da ändert sich schon eine ganz schöne Menge. Aber hier sieht man ganz genau... Ich habe Wario und Toad echt mit diesem einen einzigen Stern so aus dem Leben genommen, dass Yoshi tatsächlich Zweiter geworden ist. Das ist unfassbar. Welcome to the Shy Guy Beach. One more time. Und ab geht die Post. So, erstmal gucken. Ja, das... Nehmen wir erstmal so viele Münzen mit wie möglich. Yoshi ist gerade gegen diesen Krebs gefahren und plötzlich ist Mark... Ups, zu spät gebremst. Und plötzlich ist Mario Erster. So, diesmal habe ich durchs Bremsen noch das gut retten können. Peach kriegt erstmal aufs Maul. Peach ist dem ausgewichen? What the fuck? Peach, not that bad. Erstmal durch ihren Grünen durchgefahren. Was passiert denn hier Verrücktes? Toad auf dem Weg zu 1. Boah, was für ein Clash da vorne. Yoshi hat sich völlig verabschiedet. Mittlerweile ist Wario dran. Tja, Toad, ich mag dich ja wirklich gerne, aber den musstest du leider nehmen. Oh, ein gefährlicher Blitz. Warum ist Wario groß? Sag mir nicht, dass der von Wario kam. Aber selbst wenn, er hat gerade kassiert, er ist gegen mich gefahren, aber irgendwie hat es ihn überhaupt nicht gejuckt. Es hat ihn überhaupt nicht gejuckt. So, jetzt bloß keinen Scheiß bauen. Wario ist recht nah an mir dran. Ich kann die Dinger ja leider nicht zurückschießen. Aber es passt. Mit dem Stern durchs Ziel. Und es tut mir ja schon so ein bisschen leid, ne? Oh, Toad hat Mario noch überholt. Mario war gerade noch Vierter. Toad war erst, Toad kriegt nichts gebacken, war zweimal Erster und ich schieße ihn zweimal auf Platz 4. Das tut natürlich weh. Yoshi hat es natürlich auch ein bisschen verkackt. Ich glaube auch durch sich selber so ein bisschen. Aber das läuft. Und Fehlstart, Fehlstart, egal, keinen interessiert. Yoshi Zweiter. Alles klar. So, das war mal ein richtig nicer Pilz. Der war mal richtig nice. Oh, hier dieser Speedstreifen ist immer ein bisschen gefährlich. Nochmal ein Pilz und das auf Platz 1.
Ich weiß auch schon, für wo ich den nutze. Oh, das war nice. Und gleich nochmal. Das ist ja nahezu perfekt. Schaut euch alleine mal den Vorsprung an. Alter, wie viel Pilze ich kriege. Das ist ja verrückt. Ups. Den haben wir jetzt ein bisschen in den Sand gesetzt. Der Vorsprung allein durch die Pilze sollte sowas von... Jetzt dachte ich, ich krieg den Speedstreifen, deswegen habe ich schon angefangen zu lenken. Und ein roter noch, falls mir irgendwas passieren sollte. Naja, sind wir mal ehrlich, das Ding habe ich nach Hause gefahren, oder? Kein Start-Ziel-Sieg. Aufgrund der Tatsache, dass ich ja einen Fehlstart hatte. Aber trotz Fehlstart, guck mal, da haben wir gerade Platz Nummer 2 gesehen. Glaube ich, kommen wir hier relativ sicher nach Hause. Die Münzen nehme ich jetzt mal nicht mit. Ich muss jetzt nichts unnötig riskieren. Durch diesen Speedstreifen kann man sogar ein bisschen abkürzen. Ja, das Ding ist ja eigentlich gelaufen, oder? Guck mal, ich lege hier mal noch irgendwie was hin. Krieg sogar noch ein... Frech? Dann habe ich mich sogar jetzt noch treffen lassen von diesem Pilz. Nicht, dass der Stern aufhört und mich dann der Pilz trifft, aber ich glaube, ich hätte sowieso so einen immensen Vorsprung gehabt. 5 Sekunden. Toad wird wieder Vierter. Das ist ja unfassbar. Mein Gott, der arme Knilch. Okay, damit kommen wir auch schon zum letzten. Bowser Castle Nummer 1. Da sollte man eigentlich nach Hause fahren. So, diesmal kein Fehlstart. Vielleicht wird es ja dann ein Start-Ziel-Sieg. Hier kann man extremst viele Münzen... Okay, es wird kein Start-Ziel-Sieg. Hier kann man extremst viele Münzen absahnen in diesem Level. Und Yoshi ist gerade in die Lava gefallen? Alter, was bist du denn für ein Bob? Yoshi ist der übelste Noob. Ja, hier habe ich gerade versucht, ein bisschen Münzen zu sammeln. Deswegen wurde ich etwas langsamer. Oh, ich dachte, ich habe einen roten. Deswegen habe ich den etwas Chaps hier eingesetzt. Und Yoshi ist back. So, diesmal sehe ich, das ist ein Pilz. Den kann man auch recht gut nutzen. 33 Münzen bisher schon gesammelt. Ups. Jetzt versaut ihr nicht deinen Goldpokal. Naja, das geht ja gar nicht mehr, glaube ich, oder? Gönn mir Toad. Auf der Ziellinie habe ich ihn erwischt, Alter. Auf der Ziellinie. Gut, den habe ich ihm jetzt gegönnt, weil ich... armer Toad und so. Bleibt trotzdem auf Platz 4 insgesamt. Kommt nicht mal aufs Treppchen mit. Dann hat es sich ja fast gar nicht gelohnt. Egal, letztendlich wollte ich noch recht viele Münzen sammeln. Ich dachte, ich könnte dann eventuell noch die 100 Münzen schaffen. Aber nachdem ich ja nicht Erster wurde, kann ich mir Rang A ja sowieso abschmieren. Luigi feiert. Der Goldpokal ist mir sicher. Das ist ja auch das Einzige, um was es in diesem Let's Play hier geht. Und es ist Rang B, weil ich habe tatsächlich noch die über 100 Münzen geholt. Hätte ich... Ich habe 41 Münzen gesammelt, ne? Es ist Rang B. 117 Münzen. Ich hätte so viele liegen lassen können und dann für noch Erster werden können. Naja. Naja. Ein bisschen schade. Aber ich glaube nicht allzu schlimm. Ja, das war dann quasi auch schon der 100er Hubraum. Natürlich, ihr dürft nicht vergessen, ja jetzt, wo wir den 100er Hubraum fahren, haben wir natürlich mehr Geschwindigkeit drauf. Und wie ich schon gesagt habe, dadurch, dass wir jetzt nicht mehr 2 Minuten, sage ich jetzt mal, ein Rennen fahren, sondern sogar nur 1,5, ist klar, dass die Rennen natürlich auch irgendwie ein bisschen kürzer werden und dadurch natürlich auch die Parts ein bisschen kürzer werden. Aber das ist ja auch völlig egal. Es ist ja auch nur ein kleines, nettes Retro-Projekt. Und das soll ja auch gar nicht 15 Minuten lang sowas gehen, sondern wir machen die einzelnen Cups. Und ich hoffe, wir können alle ein bisschen mitfiebern. Vielleicht noch nicht im 100er Hubraum. Ich weiß noch nicht, wie schwierig das noch werden kann. Ja? Wir hatten einmal beim 50er Hubraum schon krasse Probleme. Erinnern wir uns zurück. Ich hoffe trotzdem, dass ihr morgen wieder einschaltet.
beim nächsten Cup. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken und tschüss!